Das Prostatakarzinom ist die häufigste bösartige Tumorerkrankung des Mannes. Besonders gefährdet ist der Mann über 60. Für die Behandlung stehen uns heutzutage eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten bereit. Das Prostatakarzinomzentrum Nordoberpfalz ist ein interdisziplinäres Kompetenzzentrum und wurde als erstes Zentrum in Bayern nach den strengen Richtlinien der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Ein Prostatakarzinomzentrum behandelt das Prostatakarzinom, was ja der häufigste Tumor des Mannes im höheren Alter darstellt, von verschiedenen Fachbereichen. Und diese Fachbereiche bringen ihre Kompetenz ein, um eine Behandlung individuell auf den einzelnen Patienten abzustimmen. Die Fachbereiche wären einmal die Strahlentherapie und die Urologie, sodass jeder Patient für sich das beste Behandlungsverfahren erhält. Bei der interdisziplinären Behandlungsform steht der Patient im Mittelpunkt eines Spezialistenteams von Ärzten und Therapeuten. Fachärzte für Urologie und Strahlentherapeuten arbeiten dabei eng zusammen. Modernste gerätetechnische Ausstattungen machen dieses Zentrum perfekt. In der Therapie des lokal begrenzten Prostatakarzinoms gibt es zwei wesentliche Säulen. Das ist zum einen die operative Entfernung der Prostata, zum anderen die Radiotherapie von außen oder von innen. Welche Therapie die beste ist, wird anhand der Untersuchungsmethoden und deren Ergebnisse festgelegt. Das heißt, ein wesentliches Entscheidungskriterium ist die lokale Tumorausdehnung. Des Weiteren das Alter des Patienten und damit verbunden das operative Risiko. Die besten Heilungschancen eines Prostatakarzinoms liegen in der Früherkennung. Eine jährliche Vorsorgeuntersuchung wird für alle Männer ab dem 45. Lebensjahr empfohlen. Ich würde es lieber rausschneiden. Das liegt mitten im Körper.